Also, wir waren ja hier sicher und jetzt geht's weiter. Wir müssen auf jeden Fall hoch auf die Berge. Was? Bergtempel. Neuen Lagerplatz. Geil. Wo? Ach, da unten. Na, wir haben ja jetzt neue Fähigkeiten. Ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Was bedeutet, dass ich wirklich hier bin? Das alles wirklich tue. Darf ich jetzt was sagen? Denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Naja. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Ross einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. Ist ja gut. Setzen den Beuteltasche, nutzen den Konzentrationsbogen zu zielen. Wir nehmen das hier. Ich will auf jeden Fall mehr Munition. Erhöht die gesammelte Munitionsmenge, die sie über ihre Waffen mitführen können. So, das ist auch schon mal praktisch. Jetzt bin ich noch am Überlegen, das könnte sogar hier, könnten wir es vielleicht was verbessern. Bogen-Upgrades. Ist möglich. Waffen-Upgrades ist möglich. Und das. Was wollen wir denn als erstes machen? Mal gucken. Zu teuer. Was? Nicht genug Material? Benötigt der... Also, okay. Können wir nicht machen? Können wir den Bogen auftunen wenigstens? Nein und nein. Verdammt. Okay. Egal. Gehen wir mal weiter. Überlegen wir mal. Entschuldige, ich war aber jetzt gerade ein bisschen im Gedanken. Vielleicht noch ein Mädchen für das Ritual. Heute Abend wissen wir mehr. Das war ein Blutfreund. Wladimir, was erwartest du? Er tötet gern. Was hat Fatima Fallas dazu gesagt? Überhaupt nichts. Habt ihr was gehört? Vielleicht hier drüben. Juhu! War doch einfach. Hätten mehr Material haben können. So, okay, es geht weiter. So, ist niemand. Ich dachte, wir können es vielleicht anzünden. Nee, können wir nicht. Dann können wir hier rüber klettern. In einen komischen Ort. Was? Glaslaternen. Schießen Sie auf Glaslaternen, um sie zu zerstören und Feuer zu legen. Okay. Wenn Sie es sagen, machen wir es. Eins von fünf Laternen zerstört. Ja. Ist da drüben irgendwas? Nein, überhaupt nicht. Komm schon. Du darfst auch mal erwürgt werden. Ist sie abgestürzt? Nein, das glaube ich. Warum ist niemand? Oh, Scheiße. Stirb. Fall.
Arschloch! Ganz ruhig, Lara. Arschloch. Böse, verdammtes Arschloch. Also Schleichen ist nicht so unsere Stärke, merke ich gerade. Den kommen wir nicht ran. Nehmen wir wieder feinen Bogen, damit sie uns mal hoffentlich mal nicht hören. Wann versehen? Ein neues Modell ist freigeschaltet. Ich weiß jetzt nicht, was sie meinen. Wahrscheinlich so wie Bilder oder so. Oh. Ich schaff das. Da schaffst du das. Uiuiui. Oh, das sieht aus, als ob sie sich Fuß brechen würde, ey. Kann man nichts drücken, damit es leichter ist? Ich kann nur hochdrücken. Toll. Okay. Komm mit dir. Komm. Schaffst du. Schmale Bahn. Oh, was ist das denn? Ist ja interessant. Gibt's denn eine Spalten wirklich? Oh Mann. Und die Hunde wieder. Gott sei Dank, du lebst. Mit Gott hatte das hier nichts zu tun. Schön, dich zu sehen, Kleines. Sorry, aber das sieht echt übel aus. So übel und auch nicht. Hast du was von den anderen gehört? Nichts. Warte, was hast du vor? Die Wölfe haben meinen Rucksack. Der Sender vom Rettungsboot ist da drin. Finden wir den nicht wieder, werden wir hier nie mehr wegkommen. Aber du brauchst Verbandszeug, oh Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Kein. Tu mir das nicht an, du verdammter Mistkerl. Ganz ruhig. Gott sei Dank, er lebt. Ist nur eine Fleischwunde. Aber ganz ehrlich, wie sieht denn sein Bein aus? Verdammte Scheiße, wir müssen zu den Wölfen. Wir gehen mal eine Runde jagen. Das Rudel ist irgendwo da oben. Ab geht's! Ups, nicht springen. Erstmal ins Feuer. Komm hier so wie ein Speicherpunkt rüber. Und ab geht's. Wir müssen da oben hoch. Okay. Aber die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Wahrscheinlich jede Sprung-Action. Okay. Dachte jetzt so. Ich hätte was schaffen.
oder? Probieren wir einfach mal aus. Und es klappt. Ich dachte, jetzt müssten wir vielleicht auch die Kiste ein bisschen weiter runterhängen lassen irgendwie. So, wir sind hier oben. Diese Ruinen. Kamakura-Periode. Gehörte das alles zu Yamatai? Oh, da war es noch ein Objekt. Ah, komm, lass runter. Lass dich fallen. Nach 2 Wochen erhielt ich eine Audienz bei Ihrer Majestät, Himiko von Yamatai. Ich muss gestehen, eine Frau wie Sie habe ich noch nie getroffen. Schön, aber rätselhaft. Ja, berechnend sogar. Sie umgibt sich mit ihren Priesterinnen der Sonne. Da ist kein Mann, außer dem General ihrer Armeen. Als ich sie alleine traf, wurde mir klar, dass sie nicht ist, was sie zu sein scheint. Mein Herr wollte, dass ich spioniere, die Stärke ihrer Truppen ermittle. Doch nun scheint es, als ergründe sie mich. Mein Herr hat die Bedrohung durch Yamatai wohl unterschätzt. Ich weiß nicht, wie stark die Sturmwache ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Konflikt mit der Sonnenkönigin nicht anzuraten wäre. Ja, würde ich mir auch mal so sagen. Ich würde mich auch nicht anlegen mit der Sonnenkönigin. Aber ich schätze mal, das werden wir aber leider müssen. Wie weit ist denn das denn noch? Da oben, okay. Wow. So weit springen kann. Mecker nicht. Wir brauchen den Rucksack. Sonst stirbt er uns noch. Und das wollen wir nicht. Der einzige Nette, den ich, glaube ich, zum Teil ein bisschen vertrauen könnte. Mann, hat sie das nur gelernt, ey. Das Rudel ist da drin. Ab rin. Ich freue mich. Los geht's. Okay, sie wollen also spielen. Also werden wir spielen. Ich will nur den Rucksack. Sonst nichts. Ich hab ihn. Okay, wir haben alles. Jetzt zurück zu Ross damit. Ich will mit dir, das machen sie uns nicht einfach jetzt. Das hat er immer einen Haken. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Misty! Jetzt stirb doch mal! Geht doch! Fluffy! Böser Fluffy! Jo! Weiter. Ich glaube, wir können hier rüber. Ja, zu ihm. Drüben leuchtet auch was. Nee, wir laufen. Wir gehen gleich zu ihm. Lieber. Hui! Achso. Ich frage mich, ob wir überhaupt den richtigen Weg gehen, den man gehen sollte.
Und wenn nicht, ist es eine Abkürzung. So. Gut. Flicken wir dich zusammen. Wir sind auch Doktor. Wir können sowas. Roth. Schlecht. Wo lernt eine junge Lady wie du denn solche Sachen? In der Spätschicht im Nine Bells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Lara, dieser Notruf muss gesendet werden. Und ich kann jetzt mal eine Weile nicht klettern. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lara. Immerhin bist du eine Croft. Ich bin nicht diese Art von Croft. Doch bist du. Du weißt es nur noch nicht. Sei nicht so eine Memme. Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte, sei vorsichtig, Lara. Kritax, neue Ausrüstung erhalten. Du solltest die Axt erstmal an der Felswand da drüben ausprobieren. Das machen wir gleich. Wir machen erstmal hier kleine Rastung. Unsere Fähigkeiten wollen wir mal verbessern. Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Es ist klar, dass hier Menschen leben. Und sie sind organisiert. Sie töten und rekrutieren. Aber warum? Es ist wie so eine Art Kult. Aber was für ein Kult? Was wollen sie? Wonach suchen sie? So. Nun sitzen wir hier am Feuer. Sollen gleich klettern gehen. Und wir haben ihm natürlich hier erste Hilfe geleistet. Das können wir ja wunderbar. Somit sage ich mal hier mal auf Wiedersehen. Und wieder Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.